Eine der ältesten moralischen Normen lautet, du sollst nicht töten. Die Ethik stellt nun die Frage, wie diese Forderung begründet wird. Kurz gefragt, warum darf man nicht töten? Zur Beantwortung solcher Fragestellungen haben sich über die Zeit verschiedene ethische Theorien herausgebildet, welche nach festgelegten Kriterien das moralisch Gute definieren. Beispiele für diese Kategorien sind die teleologischen Ethiken, welche sich an den Folgen von Handlungen orientiert, die Gesinnungsethiken, welche die Absichten des Handelnden betrachten, die deontologischen Ethiken, welche die Handlungen an universalen Regeln und Verpflichtungen messen. Das wohl bekannteste Beispiel ist der kategorische Imperativ Immanuel Kants. Eine Handlung wird nicht anhand des Nutzens oder der Folgen bewertet, sondern daran, ob die Handlung gemäß einer verpflichtenden Regel und aufgrund dieser Verpflichtung ausgeführt wird. Aufbauend auf dem Konzept des guten Willens schuf der deutsche Philosoph Jürgen Habermas eine Verfahrens- bzw. Prozessethik, welche eine Strategie beschreibt, mit der universelle Aussagen über anerkannte Moralprinzipien und Handlungsnormen entwickelt werden können. Die Diskursethik nimmt dabei keine ethischen Bewertungen vorweg, sondern liefert vielmehr einen Prozess regelbasierter Kommunikation, in dem die moralische Bewertung eines Diskursgegenstands gefunden wird. Ziel jenes Diskurses ist die Lösung praktischer Problemstellungen zur Konfliktvermeidung und Auflösung, die über das Individuum hinausgehen. Nach Hans-Hermann Hoppe, der unter Habermas promovierte, lassen sich Konflikte auf die Knappheit von Gütern zurückführen. Sie entstehen, wenn zwei oder mehr Individuen gleichzeitig auf ein knappes Gut zugreifen wollen und sich die unterschiedliche Verwendung ausschließt. Hoppe nennt als grundlegende Norm das Gewaltausschlussprinzip. Da Konflikte durch die Knappheit von Dingen entstehen und die Teilnahme am Diskurs eine Handlung unter Nutzung eines knappen Gutes, dem eigenen Körper, erfordert, ergibt sich als fundamentale Norm das Recht jedes Teilnehmers, den eigenen Körper als Instrument zur Diskursteilnahme zu garantieren. Die Gültigkeit dieses Gewaltausschlussprinzips und jeder weitere durch eine Person erhobene Wahrheitsanspruch impliziert die Anerkennung des Eigentums am eigenen Körper als grundlegende Norm einer friedlichen Konfliktlösung. Die Regeln der Argumentationsethik im Einzelnen. Alle Behauptungen über Wahrheitsgehalt oder aber Unvollständigkeit einer These müssen gerechtfertigt werden. Dies kann nicht bestritten werden, da dies erneut verargumentiert werden müsste. Argumentation ist eine menschliche Handlung, die physische Mittel mit dem Ziel einer Einigung nutzt. Jede Argumentation ist eine konfliktfreie, gemeinsam vereinbarte Interaktion. Jene Normen, die für die Argumentation notwendig sind, können nicht ohne performativen Widerspruch bestritten werden. Die Argumentation dient der Wahrheitssuche. Jeder Mensch muss die volle Kontrolle über seinen eigenen Körper haben, um zu eigenständigen Schlussfolgerungen gelangen zu können. Diese Kontrolle gilt ebenso für alle äußeren Handlungsmittel, die sich für die Diskursteilnehmer unabhängig voneinander und vor Beginn ihrer Argumentation angeeignet haben. Wer argumentiert, dass nicht der Erstnutzer, sondern ein dazugestoßener rechtmäßiger Eigentümer einer Sache ist, verneint Eigentum im Allgemeinen, da somit die bloße Existenz einer weiteren Person Eigentumsansprüche negierte. Alle Diskursteilnehmer zeigen durch ihre Argumentation, dass sie eine friedliche, konfliktfreie Lösung suchen. Jedes Argument, das Opponenten ihr Recht auf das Eigentum an ihrem Körper und Besitztum abspricht, kann nicht ohne performativen Widerspruch verteidigt werden.